Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Hofbergmann-Dode am Bergmann Freitag mit dem Boxen und dem Simon. Hallo! Hallöchen! Ja moin! Wie geht's euch, Leute? Wunderbar, Boxe! Wie geht's dir denn? Ja auch! Ja, wunderbar! Werner war zwischendurch am Boxsack. Nachdem die Stimmung ein bisschen. Werner ist mal ganz kurz in den Keller gegangen, war, schreien, glaube ich, ist die jetzt wieder ein bisschen runter. Aber wirklich im Keller, ne? Nicht, dass die Nachbarn noch irgendwie. Ja, ja, das wäre nicht so gut, ja, hast recht. Ah, wenn das wieder im LS spielt, wissen sie schon Bescheid, einer wie. Ja, ja, Rage Mode on, weißt du, der andere spielt Battlefield. So, wir fahren aufs Feld. Hab ich gehört? Guck mal, na, ob das wie heute. Wir versuchen. Ist. Ah, hör auf, ey. Das andere habe ich alles verdrängt. Meinst du, das, was du enden wolltest, steht auf dem Feld? Ja, ich hoffe, dass es nicht verdaut ist mittlerweile. Von der Zeit her, wie lange es gedauert hat, könnte ich mir das ganz gut vorstellen, eigentlich. Getreide oder was immer da drauf steht, ist verdunstet. Also, ich muss mal ganz kurz fragen: Feld 21, ist das auch neu? Ja, ist neu. Achso, also zwei Felder, okay. Ja. Ich hatte nur Feld 11. Das Feld 21 war irgendwas 60.000, glaube ich. Haben wir gleich mitgenommen, ne? Haben wir gleich zugeschlagen hier. Okay, ich hätte eine entscheidende Frage. Haben wir mehr Mist oder mehr Kompost? Mehr Mist. Gut. Boxe? Nee, wir haben mehr Kompost, würde ich sagen. Nie im Leben. Kein Kompost oben. Da ist alles schon in Säcke verpackt. Boxer, kannst du mir den grünen Anhänger mit Kompost schon mit Mist voll machen? Ja, nee, ich bin gerade hier am Sehen, das Feld. Feld Nummer 12. Muss das erst fertig bekommen. Muss ja per Hand sehen. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ich habe noch ein paar Wasserlieferanten hier zu versorgen. Empfänger. Irgendwer hat mal angefangen, hier Dünger zu streuen, habe ich gesehen. Ja, ich. So, das hat Kursberg eigentlich ganz gut gemacht, aber der kann eigentlich gleich hier warten, weil wenn ich das Feld hier fertig habe, dann kann er eigentlich gleich wieder hier weitermachen. Ah ja. Ich muss erst noch ein bisschen Raps unterbringen hier. Boah, bei dem kleinen Feld müsste es eigentlich relativ zügig gehen. Ganz ehrlich, so klein ist das Feld gar nicht, also... Sieht das nur so aus? Es sieht, wenn du mal reinspringst in den Fendt, das sieht echt so aus, aber so mega klein ist das gar nicht. Warte, ich komme gleich vorbei. Ich glaube, es ist größer als die 12 zum Beispiel. Ach, da bist du. Oh, das ist das Schneidwerk. Oh, nee, mein Holmer. Oh ja, so klein ist es wirklich nicht. Oh, Hupe funktioniert. Das ist schon mal gut. Oxy, was machst du da hinten? Wir haben sehen. Du stehst bei mir. Fehler sein. Da fährt er wieder weiter, weißt du. Muss ein Fehler sein, ey. Hörst du ihn? Oh, bei mir geht Telefon. Gleich wieder da. Ansonsten, Simon, wie war deine Woche denn so? Erzähl mal. Oh, sehr entspannt. Ah. Wie halt immer. So, okay. Bevor halt der große Randenbier losgeht. So mit Frühjahrsmode und hast nicht gesehen. Okay. Ja, es ist so, bei Großhändlern oder Onlinehändlern gibt's halt so gewisse Phasen, wo halt dann irgendwann bis wieder losgeht. Und im Moment ist es halt so, dass wir halt ja, relativ wenig zu tun haben. So. Wer hat wenig zu tun? Simon. Ich arbeitstechnisch. Achso, ist nicht viel los momentan, oder wie? Nö, im Moment ist echt Flaute. Oh ja. Ist Ostern ein bisschen mehr gewesen? Ja, ganz wenig. Ah, okay. Also,
dieses Jahr war ja Ostern enorm früh. Eigentlich faktisch hinter Weihnachten direkt. Da war das irgendwie nicht wirklich spürbar, dass da irgendwie was los ist. Ja. Mir fällt gerade ein, ich muss noch eine Facebook-Nachricht schreiben. Warte mal. Boxer, was machst du denn so zur Zeit? Arbeiten auf dem Feld. Oh. Aber gut. Nö, bisher, also, genau. Diese Woche sind wieder, oder ist wieder die Schule angefangen. Bin ja zweimal in der Woche in der Schule. Ferien sind jetzt vorbei. Das heißt, dann kommt wieder der schöne Teil. Nicht. Nee, ganz ehrlich, ich geh viel, viel lieber arbeiten. Also, arbeiten macht schon mega Bock. Das ist richtig. Aber leider gehört die Schule halt dazu. Ja, aber nicht für ewig. Das stimmt. Das ist ja auch irgendwann vorbei. Klar. Also im Nachhinein, als ich irgendwann fertig war mit der Ausbildung, so ein bisschen vermisst habe ich die Schule schon. Ich denke es mir jetzt bei meinem Sohn, ne? Wie oft der Ferien hatte, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ja, es sind 2,5 Monate pro Jahr. Ja, krass, ey. Wenn man alles zusammenhält. Wobei, wenn man so einige sieht, wie viel die lernen müssen mittlerweile. Ja. Ist das schon ein Fulltime-Job. Ich muss sagen, das interne Radio ist hier wirklich sehr gut. Ja, da kommen immer die gleichen Lieder. Oh, nicht wenn du halt dem Programm ein paar Radiosender hinzufügst. Ja, aber die sind nicht GEMA-frei meistens. Das stimmt. Ja, du hast das Problem, da du ja auch aufnimmst. Ja, ist richtig. Immer bin ich eingeschränkt, immer habe ich ein Handicap, weißt du? Schreib eine Mail an Giants. Ja. Geht doch nicht, weißt du? Nee. Du hättest gerne ein internes Radio im internen Radio. Genau. Wir sollten da einen Vertrag machen mit Epidemic Sounds, weißt du? Ich denke, das wäre sogar machbar. Glaube auch. Ich finde den Klaas Wunderbaum hier drin sehr schön im Mund, im Klaas Drescher, ey. Übrigens, Leute, wenn ihr Musik sucht, die Werner verwendet, die gibt's dann nur dort. Nur bei Epidemic Sound, das ist richtig. Boxer, weiß ich gar nicht. Du nimmst auch Epidemic Sound? Ja, ja, nur. Nur. Ja. Meistens, der Pop. Was? Ich glaube, du schreibst es sogar unten rein in den Video-Dingens, ne? Ja, ja, genau. Weil die Fragen dazu kommen so oft, ne? Habe ich keinen Bock, jedes Mal sozusagen aber es ist jedes Mal. Es ist eigentlich nur Copy und Paste, aber ja, ja. Vorzubeugen, diese Fragen einfach in eine Videobeschreibung packen. Aber es kommen natürlich immer wieder diese Fragen, weil man nicht in die Videobeschreibung guckt. Aber du machst es halt viel bei diesen Real-Life-Videos, ne? Ja, ja, ja. Ich verwende eigentlich nur da ja. Die Musik. Okay, bei dem Kuchen-Video ich weiß gar nicht. Nee, da glaube ich, habe ich sie nicht reingepackt. Ich weiß gar nicht. Ja, ja. Und hat dir schon jemand das Rezept angefordert? Ich habe es ja angegeben in der Videobeschreibung und einmal im Video habe ich es auch. Zweimal, glaube ich, blende ich sogar ein. Und es haben sogar schon welche den Salzstangkuchen gebacken und sogar Fotos zugesendet. Habe ich auch auf Instagram geteilt oder veröffentlicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, so ist das, ne? Ich habe jetzt eine geile Serie, also nicht eine Serie, sondern Pete's Meat kennt ihr ja, ne? Ja. Die haben vor einiger Zeit, zu dritt oder zu viert war das, oder zu fünf, weiß ich nicht mehr, haben die so eine Kochdingens gemacht, so kochen gemeinsam, aber die Zutaten sind vorgegeben und dann läuft das so ab, es gibt immer zwei, die kochen und zwei, die dann das essen, okay?
Und es läuft so ab, einer hat 3 Minuten Zeit, irgendwas zu machen, dann läutet die Uhr, dann geht er raus und dann muss der andere genau da, wo der andere aufgehört hat, weitermachen. Okay. Aber sie dürfen sich nicht unterhalten gegenseitig. Das heißt, der Erste weiß nicht, was der Zweite gemacht hat. Das ist wahrscheinlich sehr interessant, was hinten rauskommt. Das ist unfassbar witzig gewesen. Wow, ich bin rausgetappt, ich bin Held. Der eine fängt an, einen Kuchen zu backen und der andere macht was ganz anderes draus. Ja, genau, so in der Richtung. Muss ich mal ganz kurz was nachgucken, warte mal ein Momentchen hier. Schön. Ja, ich weiß, Boxer, ich glaube, ich mach doch keinen Traktor hier. Wie, du brauchst keinen Traktor hier? Ich glaube, ich habe das alles im Korntankplatz. Achso, ja, ich brauche den gerade sowieso nicht. Okay. Bin hier gerade am Dünger streuen. Oder Kalk. Okay. Man ist auch unterwegs. Man kommt wieder mal Geld rein. Später. Also im Hof stehen noch 6 Paletten Gemüse, die noch verkauft werden könnten. Sehr gut. Ne, 8 waren es, sorry. Aber es hat sich wieder alles gelegt, ne? Also, heute am Freitag ist alles in Ordnung. Läuft alles. Ja, wir haben beschlossen, dass wir zum Wochenende ein bisschen entspannter werden. Genau. Ja. Wochenendmodus ist jetzt schon an. Okay. Ist irgendwas Spezielles am Wochenende so? Oder steht da was Spezielles an? Ich hoffe nicht, ich habe so viele Termine. Das ist bei dir auch so krass, dass du ohne Online-Kalender nicht mehr klarkommst? Das Problem ist, dass ich zwischen mehreren Online-Kalendern wechsle, weil ich immer noch nicht den perfekten für mich gefunden habe. Ja, es ist schwierig, das ist richtig. Vor allen Dingen gibt es ja bei einigen Kalenderfunktionen oder bei einigen Online-Kalendern die Funktion, dass du ja die Kalender auch miteinander verknüpfen kannst, sodass du halt dann auch, was ich, zwischen dir, deiner Freundin, deinem Sohn oder wem auch immer hin und her, nicht immer hin und her switchen musst. Ja, ja. Was für Kalender nutzt du gerade oder aktuell? Ich verwende Google. Ja. Bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ja, bei Google kannst du halt nicht falsch machen, ne? Aber für die Arbeit hat man ja nochmal einen extra Kalender oder benutzt ihr einen Kalender? Du meinst für meine Arbeit, da habe ich einen internen. Ja, also einen eigenen. Eben, das ist eben das so, ich hätte gern so einen allgemeinen, weißt du? Okay. Bei uns geht das halt nicht. Also ich darf gewisse Termine, die ich habe, nicht in meinen privaten Kalender eintragen. Ja, okay. Das hat wieder was mit Datenschutz zu tun und da könnte ja Google drauf zugreifen und dann wissen die, was wir da machen und... Oh nein! Deswegen geht das einfach nicht. Furchtbar, ne? Ich bräuchte einen Hänger. Wo ist denn der Hänger, der vorhin bei den Schweinen hingekommen? Ich glaube, der ist hier oben bei mir, beim Drescher. Cool. Okay. Den kannst du gleich haben. Lass mich den gleich vollfüllen, dann kannst du den mitnehmen, okay? Jo. Weil ich... müsste noch mal ein bisschen Mist hier mitnehmen. Ja, kannst du gerne. Kannst du gleich machen. Das hört sich in deinem Plan an. Ja, siehst du. So, das Feld ist abgedroschen hier. Meine, du könntest danach mal Wiese mähen gehen. Natürlich könnte ich das. Wenn du das möchtest. Da ist momentan das Problem dran, ja? Auf jeden Fall hast du da auch kein großes Problem mit Schneidwerken. Wow, Simon, danke. Dass du irgendwelche besonderen, speziellen Messer benötigst. Wollten wir nicht die Stimmung am Freitag. Der Simon ist schon. Halten. Wieso steht denn der Rat da immer noch bei den Schweinen drin? Die haben schon, die haben dich schon angeknabbert, glaube ich. Ich glaube, Feldarbeit geht momentan ein bisschen vor. Darf ich mal so eine bescheidene Frage stellen? Oh, Simons Frage. Ja. Oh, ja. Achso, warum steht das Güllefass hier immer noch rum? Weil da Gülle für den Holmer drin ist. Das Lustige war, ich habe mich gerade gefragt, was macht das Wasserfass hier, ist da Gülle drin. Das letzte Mal, als ich den gesehen habe, war da Wasser drin. Ja, da hat sich wieder einiges getan hier. Wo steht denn der Traktor hier mit dem Gefäß?
Ach, da drüben. Sieht schick aus. Ja, macht aber nicht das, was ich wollte, dass er macht. Ach so, der will die Runde fahren. Ja, ist auch kein Problem. So, das läuft auch. Gut, ja, liebe Leute, dann sind wir doch relativ zufrieden heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns heute Mittag wieder zu einer weiteren Folge Hofbergmann. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Baby. Moin. Ach, ciao.